In einer der unzugänglichsten Regionen Mittelamerikas hinterließen die Maya Spuren ihres Reichs. Hier erbauten sie ganze Städte aus Steinen, die sie gen Himmel türmten, und hinterließen uns eine Welt aus Palästen, Tempeln und Pyramiden. Auf Hunderten von Kilometern errichtete eine der bedeutendsten Zivilisationen Lateinamerikas ein Königreich. Und noch heute scheint ein Zauber über ihren letzten Heiligtümern zu liegen. Im Dschungel von Belize haben drei Jahrtausende Geschichte eine der geheimnisvollsten Kulissen dieses kleinen Landes gestaltet. Belize, einst britisch Honduras, grenzt an Mexiko und Guatemala. Es besteht in erster Linie aus Wäldern, Höhlen und Flüssen. Ein wildes, unzugängliches Fleckchen Erde und eines der bevölkerungsärmsten Länder der Welt. In den tiefen Wäldern von Belize erprobt so mancher auf einem mehrtägigen Marsch das Leben in der Wildnis. Ist man nicht allzu risikofreudig, kommt man hier nur mit einem Führer, wie zum Beispiel Markus, der das Gebiet seit Jahren wie seine Westentasche kennt. Der tropische Regenwald war über lange Zeit hinweg Heimat der Maya. Er gab ihnen Nahrung, Medizin, Holz und vieles mehr. Gerade wegen seiner Kenntnis der Pflanzenwelt haben sich Marcial und Natalia an Markus gewandt. Wir verwenden nur die Zweige dieser Palme. Wir töten dabei die Pflanze nicht. Das hier ist das Herz der Pflanze und das wächst wieder nach. Die Maya bedeckten mit diesen Zweigen die Dächer ihrer Häuser. Allein mit seiner Machete kann Markus hier monatelang überleben. Er findet Wasser in Lianen, ernährt sich von Tieren und sammelt unzählige Pflanzen, die für ihre medizinische Wirkung bekannt sind. Sein Wissen gibt er weiter an Wissenschaftler, die den Wald katalogisieren, an die britische Armee, die hier ihre Elitetruppen ausbildet, und an Urlauber, die lernen möchten, wie man sich die Natur zunutze macht. Und sei es nur, um sich ein Nachtquartier zu bauen. For me to share that experience. Für mich ist es wichtig, diese Erfahrung mit anderen Menschen zu teilen. Es ist auch eine Möglichkeit, die Leute aufzuklären, damit sie begreifen, wie wichtig es ist, den Dschungel zu schützen. Das gilt umso mehr für die Maya, die diese Umgebung von jeher für alles genutzt haben, was sie brauchten. Ihr müsst rundum alles gründlich säubern. Die Blätter entfernen. Und dann das brennende Termitennest drunter. Der Rauch vertreibt die Schlangen, Skorpione und Mücken.
Im Dschungel von Belize wuchert die Natur überbordend. Fast ein Drittel des Waldes steht heute unter Naturschutz. Ein Reservat aus 250.000 Hektar Dschungel, Palmen, Zedrelen und Mahagonibäumen. Die höchsten Berge, die Maya Mountains, sind über 1.100 Meter hoch. In sie eingebettet liegt das größte natürliche Höhlensystem ganz Mittelamerikas. Trekkingtouren inmitten dieser Natur anzubieten, ist auch eine Art, sie zu schützen. Ökotourismus ist von großer Bedeutung für unser Land. Wir müssen unsere natürliche Umgebung nachhaltig nutzen. Wenn Touristen hierher kommen, können wir ihnen die Natur näher bringen. Für uns ist das nicht nur ein nachhaltiges Geschäft, sondern auch eine Gelegenheit, unsere Umwelt zu schützen. Protecting what we have, because it's important. Die Maya besaßen das Wissen über die Natur, die Welt und das Universum. Durchstreift man den Dschungel mit einem Maya-Führer, kommt man ihrer Kenntnis über die Natur ein ganzes Stück näher. Markus kennt die Maya-Kultur richtig gut. Ihre Rituale, ihre Verbindung mit der Natur, dem Himmel und der Erde. Er hat uns auch beigebracht, wie man im Dschungel mit all seinen Gefahren überlebt. Dass man nur eine Machete braucht, um Zweige abzuschneiden und ein Bett zu bauen, ein Nachtquartier. Oder um Wasser in Lianen zu finden. Medizin, die Pflanzen sind für alles gut. Das Land kennt noch keinen Massentourismus. Hier kommt es nicht zu Situationen, wie man sie von allzu touristischen Orten kennt. Die Leute in Belize sind ruhig und liebenswert. Heute leben die Nachkommen des großen Maya-Reichs in kleinen Dörfern im Süden von Belize. Sie sind Bauern, brauchen noch immer nicht viel zum Leben und beten eher die Kirchenheiligen, denn ihre alten Götter an. Sie gehen nicht mehr in ihre Tempel, die mittlerweile wieder dem Wald gehören. Von Belize liegt einer der wenigen Orte, an denen man Tiere in freier Wildbahn beobachten kann.
Hier ist der Wald noch ein echtes Juwel der Natur. Manch einheimischer Führer macht sich dies zunutze und geleitet Touristen ganz dicht zu einer der 6 Brüllaffenarten Mittelamerikas. Sie leben am Waldrand auf 30 Meter hohen Bäumen und ernähren sich von rund 60 verschiedenen Baumarten. Dort finden die Brüllaffen den Großteil ihrer Nahrung. Sie sind strenge Vegetarier und ernähren sich von Früchten, Blüten und Blättern. Guatemala-Brüllaffen gibt es nur an 3 Orten: im Süden Mexikos, im Norden Guatemalas und in Belize. 1961 wütete hier ein Orkan. Gleich danach hatten wir Gelbfieber. Die Brüllaffen wären dadurch fast ausgestorben. Dann führten wir wieder ein paar Tiere ein und seitdem geht's ihnen gut. Charakteristisch für den Brüllaffen sind seine heiseren, tiefen Laute, die auch in weiter Entfernung zu hören sind. Imitieren Sie Ihren Schrei, antworten Sie ihnen sofort und lautstark. Das bedeutet so viel wie raus aus meinem Revier. Sie greifen Sie nicht körperlich an, versuchen nicht Menschen zu beißen. Sie brüllen nur. Sind Touristen noch rar und die Zeit vergeht bisweilen langsam. Wie in diesem kleinen Brüllaffenmuseum, das von einer ganzen Dorfgemeinschaft geführt wird. Hier haben sich die Einwohner von rund 20 kleinen Dörfern darauf verständigt, die Affen nicht zu jagen und die Bäume zu schützen, die für die Tiere Wohnraum und Nahrungsquelle zugleich sind. Seit rund 15 Jahren dient der in dieser Region unter Naturschutz stehende Wald einigen Dorfbewohnern auch als Einnahmequelle. Der Wald und die einzigartigen Brüllaffen. Ich habe gelernt, an die Kerlchen ranzukommen und mit ihnen zu kommunizieren. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihnen eines Tages in ihrem natürlichen Lebensraum so nah sein könnte. Das ist das Schönste in meinem Leben, mit dem zu arbeiten, was uns die Natur gibt. Ich helfe Mutter Natur, so gut ich kann. Ich arbeite schon seit Jahren im Wald und möchte das unbedingt auch weiterhin tun. Seit mein Vater gestorben ist, bin ich hier und helfe der Gemeinschaft bei den Affen. Und wenn es die nicht gäbe, würde ich mich eben um die Pflanzen im Wald kümmern. Jede Führung bringt Robert zwar nur ein paar Dollar ein, dennoch trifft man ihn immer im nahegelegenen Wald an, nie weit entfernt von seinen Affenfreunden.
Im Laufe der Geschichte wurde Belize vom Land der Indianer zum Land der großen Mischung. In den vergangenen Jahrhunderten waren die Vorfahren der Belizer auch Piraten, Freibeuter, Flüchtlinge und Abenteurer. Mit den ersten spanischen und britischen Kolonisten kamen Millionen von Sklaven aus Jamaika und Afrika. Rassen, Geschichten und Bräuche vermischten sich und heute sind die Hälfte der Einwohner von Belize Kreolen, eine Mischung aus Schwarzen, Ureinwohnern und Europäern. In Belize, einem Land ohne Winter, genießt man die Zeit als ein kleines Stück Glück. Oh, it's a paradise, that's for sure. Ja, hier ist das Paradies, so viel steht fest. Ich bin hier geboren, habe mein ganzes Leben hier verbracht, sehe mein Kind hier aufwachsen. Es ist ein schöner Ort, um es sich gut gehen zu lassen. Ich hatte noch nie Lust, von hier wegzugehen. Ich liebe diesen Ort. Vielleicht gehe ich irgendwann mal woanders hin, aber nicht jetzt. Wenn ich was zu essen brauche, gehe ich halt angeln oder jagen. Das macht einfach Spaß. Die kreolische Gemeinschaft Gales Point Manatee wurde im 17. Jahrhundert von Sklaven gegründet, die vor einer Revolte in der damaligen Hauptstadt Belize City flohen. Heute ist Gales Point eine kleine Fischergemeinschaft am äußersten Zipfel einer in eine Lagune ragenden Halbinsel. Hierher kommt man, um die zahlreichen Seekühe, Vögel, Meeresschildkröten und Leguane zu beobachten, die diesen Flecken Erde bevölkern. Dieses Dorf, Gales Point Manatee, ist ein Reservat für Manatees, für Seekühe. Wir fischen auch viele Tumbas in dieser Lagune. Das ist eine einheimische Barschart, die mit dem Netz gefischt wird. Emmeth und Ronald sind hier aufgewachsen und wollen ihr Dorf bekannter machen. Hier leben nur wenige Menschen. Bei uns ist es total ruhig. Es müssten mehr Leute hierher kommen. Das würde uns sehr helfen. Und wir könnten alle voneinander lernen. We can teach them what in the freedom in this village. Am Ende der Halbinsel hat Trommelmeister Emmeth Young eine Percussion-Schule gegründet und erhält damit eine von afrikanischen Klängen geprägte Kultur aufrecht. Die Leute kommen aus den USA, Kanada oder Europa, um Djembe, Conga und Balafon spielen zu lernen. Ich stamme aus einer bekannten Familie und ich halte die Traditionen meines Volkes aufrecht, über seine Musik und seine Tänze. Ich sehe es als meine Pflicht, diese Traditionen an die Jungen meines Volkes weiterzugeben, damit dieses Wissen nicht verloren geht, damit es von Generation zu Generation weiterlebt. Let's try the samba, play the bass.
Mit den wenigen Einkünften aus seinen Kursen hat Emmeth einen Verein gegründet, der sich um die Dorfjugend kümmert und ihr die Rhythmen und Gesänge ihrer frühen Vorfahren beibringt. Wer hierher kommt, entdeckt mit Emmeth einen Rhythmus, der ausschließlich in diesem Dorf gespielt wird. Den Sambai-Tanz, dessen Wurzeln in Afrika liegen. Das ist ein Fruchtbarkeitstanz. Er wird 2 Tage vor Vollmond und an Vollmond getanzt. Je nachdem, wie viel Energie wir haben, spielen wir manchmal 5 Nächte. Aha. Das ganze Dorf versammelt sich auf dem Dorfplatz. Und nachts bilden wir dann einen großen Kreis um ein Lagerfeuer. Diese Lieder sind wie ein Dialog aufgebaut. Die Musik stammt aus Nigeria. Die meisten sind sich sogar einig, dass die Lieder von verwünschten Stämmen kommen. Gales Point ist noch sehr viel mehr. Und all das vermittelt Trommelmeister Emmeth. Er träumt davon, seine Kultur und Geschichte möglichst vielen Menschen nahe zu bringen, damit diese noch lange weiterlebt. Der Ort des Landes ist sein Zoo. Hierher strömen Belizer und Touristen, um sich die Tiere des Landes anzusehen. Zum Beispiel Krokodil, Jaguar, Tukan, Tapir. Seit 1983 entzückt Sharon Matola, die Gründerin dieses Zoos, Eltern und Kinder mit der Tierwelt. Come on, Mrs. B. Wow. Mrs. B. In Belize zählt Sharon zu den leidenschaftlichsten Verfechtern des Lebens in der Wildnis. Ihr Zoo gilt als der beste Kleinzoo der Welt. Kommt rein. Darf ich ein Foto machen? Klar. Mich beeindruckt, wie viele Belizer hierher kommen, weil sie von diesem Zoo gehört haben. Obwohl wir doch so weit außerhalb von Belize City liegen, der größten Stadt unseres Landes. We're trying to
Wir bitten die Leute, den Wald und seine Tiere, die sie gar nicht richtig kennen, zu schützen. Aber die Kinder wachsen normalerweise auf, ohne diese Tiere überhaupt zu Gesicht zu bekommen. Insofern begann ich mein Leben hier damit, dass ich mir sagte, egal wie lange es dauert, ich will den lebendigsten Ort schaffen, den die Welt je gesehen hat. Sharon ist eine ungewöhnliche Frau, die von einem Tag auf den anderen alles aufgegeben hat, um ihr Leben den Tieren zu widmen. In ihrem früheren Leben war sie Ausbilderin bei der US Air Force, Biologin, dann Dompteuse in einem Zirkus in Mexiko. Schließlich wurde sie für die Dreharbeiten einer Tierdokumentation engagiert und stand dann nach Drehende plötzlich mit rund 20 Tieren da. Da sie die Tiere nicht in der Wildnis aussetzen konnte, richtete sie diesen Zoo ein. Heute leben hier über 100 einheimische Tierarten, wie der Jaguar Buddy Jr., das Maskottchen des Zoos. Das ist hier ein Refugium. Ohne diesen Zoo wären die meisten dieser Tiere wahrscheinlich tot. Viele sind sehr krank, wenn wir sie aufnehmen. Manchmal sind darunter auch illegal gehaltene Haustiere, die von der Regierung konfisziert und sich dann selbst überlassen wurden. Jedes dieser Tiere hat seine eigene Geschichte. Die meisten Tiere in diesem Zoo sind vom Aussterben bedrohte Arten. Wie der Tapir von Belize, das größte Säugetier Mittelamerikas, der neben der schwarzen Orchidee eines der beiden nationalen Wahrzeichen ist. Der Tapir wird wegen seines Fleisches gewildert und getötet. So wie die Mutter von Tembo, einem ganz jungen Tapirwaisen, den Sharon aufgenommen hat. Der Tapir wird zu einem wichtigen Symbol für den Schutz des Waldes. Und all seiner Bewohner in ganz Mittelamerika. Die Frage ist doch, ob wir auf die schönsten und charismatischsten Kreaturen unseres Planeten verzichten wollen. Dynamic, charismatic. Es wäre doch eine Schande, wenn wir die, die übrig sind, nicht retten könnten. Look, buddy. A muffy. Wow. Okay. Okay, I'll just work with him. Panama ist ein seltener Vertreter der Harpyie und gehört zu den größten Greifvögeln der Welt. Dieser kräftige Adler ist aus den Wäldern von Belize verschwunden. Der Zoo versucht nun, ihn wieder einzuführen. Für Sharon Mottola ist jedes Tier, das der Wildnis zurückgegeben werden kann, ein echtes Geschenk. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Ich rede nicht gern darüber, aus Angst, es kaputt zu machen. Aber um nichts in der Welt möchte ich mit irgendjemandem tauschen. Ich bin der glücklichste Mensch, den ich kenne. Das ist schön. Sharons Privatzoo arbeitet ohne die geringste staatliche Unterstützung. Sollten Sie diesen Zoo jemals besuchen, vergessen Sie nicht, sich auf dieser Mauer zu verewigen. Für $3 tragen sie damit zum Schutz der Tiere bei, denen der Mensch nicht mehr viel Raum zugesteht. In der Sprache der Maya heißt Belize Straße zum Meer. Hier gibt es einsame Inseln, Lagunen und hunderte kleiner Eilande.
Belize hat zudem das zweitgrößte Korallenriff der Welt nach dem Great Barrier Reef in Australien. Ein Naturwunder, das schon viele Seekatastrophen auslöste. Hier erlitten Galeonen auf dem Weg nach Neuspanien, Sklavenschiffe und britische Dampfschiffe auf dem Weg in ihre Kolonien Schiffbruch. Das Karibische Meer ist das Meer der Abenteuer. Dies hat auch die Geschichte so mancher Insel geprägt. Die Geschichte von Long Key beginnt mit dem Traum von einer einsamen Insel. Diese Insel wurde 1968 aufgekauft mit dem Ziel, fernab der Welt ein vollständig ökologisches Dorf zu erbauen. Seit rund 40 Jahren arbeitet Jackson, Eigentümer von Long Key, am Ausbau der Insel. Er verkauft Grundstücksparzellen an Leute, die sich gerne ein Stück Paradies leisten möchten. This is approximately 625. Long Key ist 250 Hektar groß und liegt 70 Kilometer von der Küste Belizes entfernt. Wir legen 300 Parzellen auf der ganzen Insel an und lassen dabei 70% des Geländes unberührt. Lediglich 30% werden bebaut. We have a minor footprint. So we this is about all the construction that's going to be done out here. Nur in einem kleinen Bereich im Norden der Insel wollen wir eine Kanalisation, Solaranlagen und Windenergieanlagen bauen. And a solar farm and a wind farm. Das Besondere an Jacksons Projekt ist sein Plan, eine Insel zu bebauen, die eigentlich ein einziges großes Mangroven-Ökosystem ist. Es ist die Heimat zahlreicher Baumarten und einer vielfältigen Fauna. Um diese natürlichen Preziosen zu überqueren und das ohne ihnen zu schaden, wurde über mehrere hundert Meter ein erhöhter Weg aus Holzbohlen angelegt. Über diesen gelangt man zu einem Musterhaus mit völlig autonomer Energie- und Wasserversorgung. Ein Haus, dessen Bau die Umwelt nur minimal belastet hat. Hier sehen Sie, was man aus einem bescheidenen Haus alles machen kann. Den Wohnraum könnte man noch besser nutzen, aber es vermittelt schon einen guten Eindruck von dem, was wir vorhaben. Die Belastung der Umwelt ist minimal. Es sieht immer noch wie der Ort aus, an dem ich mich vor 40 Jahren niedergelassen habe. Nur die Infrastruktur ist jetzt besser. Ich entdecke immer noch neue Stellen, neue Pflanzen. Je länger ich hier bin, desto mehr fasziniert mich die Insel. Vögel transportieren Samen. Kokosnüsse können von Afrika bis hierher treiben. Ein Samenkorn kann eine Mangrove entlang wandern und am Strand keimen. Das alles passiert natürlich, ganz ohne den Menschen. Thank you.
Jeder Eigentümer einer Parzelle muss sich an eine sehr strenge Ökosatzung halten, wenn er sich auf der Insel niederlassen will. So wird jeder Bewohner zum Hüter einer noch unberührten Welt und baut sie gleichzeitig umweltbewusst aus. Karel Levrault und seine Frau Ruth de Wacht haben ihrem Heimatland Belgien den Rücken gekehrt und sich auf Long Key niedergelassen. Sie kauften eine der ersten Grundstücksparzellen und gründeten ein Tauchzentrum. Seither lebt Karel das ganze Jahr über auf der Insel, genau am schönsten Tauchspot von Belize. Long Key ist jetzt unser Zuhause, so empfinden wir das zumindest, denn in Belgien fühlten wir uns nicht mehr wohl. Der Ort ist perfekt, denn wir sind nicht weit weg von den ganzen Tauchplätzen. Belize ist ein schönes Tauchrevier und hatte noch kein Tauchzentrum. Nach einer Viertelstunde auf dieser Insel sagten wir uns, hier wollen wir leben. Schon seltsam. Manchmal ist es nur ein Gefühl. Man weiß, dass es mit viel Arbeit verbunden sein wird, aber das macht nichts. Hier zu tauchen, davon träumen viele. Karels Traum begann, als er seine Leidenschaft für die Tauchabenteuer des Meeresforschers Jacques Cousteau entdeckte. Long Key ist Teil des Lighthouse Reef Atolls. Und somit lebt Karel auf dem schönsten der vier Atolle des Karibischen Meeres. Das Lighthouse Reef verfügt über Dutzende von Tauchspots, wo Karel in türkisfarbenem Wasser Schildkröten, Leopardrochen, Haie und Korallenfische beobachten kann. Um den Traum perfekt zu machen, wurde die zweite Insel dieses Atolls, Half Moon Key, 1996 von der UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt. Täglich nimmt der ehemalige Kriminalbeamte seine Kunden mit auf Cousteaus Spuren. An manchen Spots, wie Half Moon Key, gibt es sandige Böden. Und dann findet man plötzlich Korallen und kleine Canyons. Eine absolut faszinierende Welt. Es gibt viel zu entdecken. Kleine Höhlen zum Beispiel. Hier zu tauchen ist für mich das Größte. Das geologische Wunder von Belize ist das Great Blue Hole. Mit einem Durchmesser von rund 300 Metern und einer Tiefe von 124 Metern ist es eines der größten Blue Holes der Erde. Das Great Blue Hole war ursprünglich eine Höhle, die vor über 10.000 Jahren überflutet wurde. Dieses Blue Hole wurde in den 1970er Jahren durch Jacques Cousteau bekannt. Auf Long Key hat Jackson, der Mann, der Träume wahrmacht, mittlerweile um die 10 Parzellen verkauft. Als sei Belize im Grunde nichts anderes als eine wunderbare Traummaschine.
We're living the dream now. Wir haben den Traum Wirklichkeit werden lassen und machen weiter für künftige Generationen. Entscheidend für uns ist, dass unsere Enkel noch sehen können, was unsere Vorfahren kannten. Es genügt nicht, davon zu erzählen. Sie müssen die Natur selbst erleben. Das ist Belize. Ein Land am Ende der Welt, das nie von sich reden macht. Ein Hauch von Paradies auf Erden für alle, die ausgetretene Pfade verlassen und sich an einem unberührten Strand Zeit zum Träumen nehmen wollen.